Jetzt sehr schön zu sehen. Das wunderbare Spiel. Herrlich, das ist ein richtig schöner Fehler. Als erstes drehen wir mal das Radlager, das Rad durch und hören, ob ein Mahlgeräusch vorne ist, weil dann wird das Radlager verschließen. Klarer Fall, Radlager macht Geräusche, Radlager ist sozusagen kaputt. Radlagerspiel prüft man ganz einfach, wenn man nur ganz leicht oben und unten ans Rad drückt. Ist ein minimales Radlagerspiel vorhanden, ist okay. Radlagerspiel sollte bei der Achse ganz leicht spürbar sein. Ist okay bei dem. Fachlich richtig ist das Fahrwerk ungefähr in Fahrposition zu bringen. Das heißt, durch einen Holzklotz am unteren Querlenker leicht anheben, sodass man ungefähr in Fahrposition kommt. Hier zum Beispiel kann ich jetzt ganz genau das Spiel der oberen Gewindebuchse prüfen. Da ist jetzt kein Spiel da. Wenn ich nur ganz leicht prüfe, ganz leicht drücke, dann kann man die untere Gewindebuchse damit prüfen. Und jetzt kommt, dadurch, dass es spannungsfrei ist, kann man problemlos auch das Höhenspiel am Achsschenkelbolzen oder vom Achsschenkelbolzen selbst prüfen. Wenn ich genau senkrecht nach oben drücke, geht aber nur, wenn das Fahrwerk entlastet ist. Das heißt, ungefähr in Fahrposition ist, dass sich die ganzen Lenker nicht verspannt haben durch den Federdruck. Prüfen jetzt im ausgebauten Zustand, Spiel der oberen Querlenkerbuchse. Sehr schön zu sehen, dass wir Radial-Axial-Spiel haben. Wunderbar, man sieht es ganz genau. Jetzt schwenken wir gleich um auf Prüfung der unteren Gewindebüchse. Man sieht auch sehr schön den ganzen Dreck, der sich im Laufe der Zeit so ansammelt dort. Jetzt sehr schön zu sehen, das wunderbare Spiel, herrlich, das ist ein richtig schöner Fehler und der im Fahren einige Probleme verursacht. Spiel der unteren Gewindebuchse ganz klar ersichtlich. Obere Buchse, untere Gewindebuchse defekt. Die gleiche Prüfung wie bei der Vorderachse. Drehen. Geräusche sind normal. Das, was man jetzt hört, ist Schleifen der Bremse. Vollkommen normal. Radlager spielen. Drücken. Ist okay. Kann auch hinten ganz leicht fühlbares Spielformen sein. In dem Fall hier okay.